Dieser Donald. So witzig. So witzig. Was denn jetzt? Unbekannte Nummer? Ja, hallo? Hallo Max, hier ist Deborah. Wer ist da? Na, Deborah, weißt du nicht mehr von früher? Als wir noch Kinder waren. Ach ja, doch, ja, was ist denn los? Es ist wieder da. Und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video und diesmal von uns. Es soll heute um die Neuverfilmung des Stephen King-Klassikers S gehen. Es ist ja erst seit ein paar Wochen im Kino und ist hoffentlich auch noch ein paar Wochen im Kino. Und wir versuchen uns heute mal an einer gemeinschaftlichen Rezension. Wir hoffen, wir kriegen das hin und es gefällt euch dann am Ende. Das könnt ihr uns natürlich auch gerne in den Kommentaren da lassen. Es soll kein klassisches Literatur- und Filmvergleichsvideo werden, da wir festgestellt haben, dass sowohl ich als auch Max das Buch schon vor Ewigkeiten gelesen haben und wir haben auch keinen Reread gemacht dazu. Deshalb fällt so dieser Buchaspekt in diesem Video ein bisschen raus. Wir konzentrieren uns tatsächlich auf den Film. Was wir beide allerdings gemacht haben, ist noch uns einmal die 1990-Verfilmung von S anzuschauen, den Fernsehfilm, den es dazu gab, damals in zwei Teilen. Und deshalb werden wir im Laufe dieses Videos auch noch zu einem adäquaten Vergleich zwischen diesem Film und dem der 1990er-Verfilmung kommen. Das Ganze ist hier so aufgebaut, dass wir erst kurz etwas inhaltlich zum Film sagen, dass wir das dann auch kurz auswerten und dann aber mit Ansage natürlich kommen wir zu einem Spoiler-Bereich, wo wir uns dann nochmal intensiv darüber auslassen. Ja, S, wer kennt es nicht? Ist, glaube ich, auch eins der berühmtesten Stephen King-Werke und natürlich auch durch diese alte Verfilmung ist das natürlich auch im Gedächtnis der Menschen zurückgeblieben und jetzt hier 2017 eine neue, modernere Verfilmung des Stephen King-Klassikers. Es geht um die Kleinstadt Derry und der ganze Film beginnt damit, dass Bill seinem Bruder ein Papierboot baut und mit Wachs einschmiert, damit er es eben schwimmen lassen kann. Und Georgie geht hinaus, es regnet und er lässt sein Papierboot schwimmen, doch es verschwindet im Gully. Und ich meine, wer kennt sie nicht, die berühmte Szene mit dem Gully, wo es dann hervorkommt und Georgie sein Papierboot zurückgeben will. Und damit eben alles beginnt. Georgie ist fortan verschwunden. Und Bill sucht natürlich seinen Bruder. Es sind Sommerferien und es bildet sich so langsam um Bill und seinen besten Freund Eddie eine Gruppe von Verlierern zusammen, von Losern, von denen, die in der Schule ausgegrenzt werden, die oftmals alleinstehend sind, weil sie auf die eine oder andere Weise doch sehr, sehr speziell sind. Und es bildet sich im Laufe dieses Sommers eine große Gruppe von insgesamt 7 Kindern, 6 Jungen und ein Mädchen, die den Sommer zusammen verbringen. Und natürlich taucht S immer wieder auf, denn S ist jemand, der nur alle 27 Jahre auftritt und sich quasi von Kindern und ihren Ängsten ernährt und natürlich es auch irgendwo auf diese 7 auch abgesehen hat, sie mit ihren eigenen Ängsten ständig konfrontiert. Und diese Gruppe muss sich eben zusammenfinden, zusammenhalten, um schlussendlich es auf irgendeine Art und Weise zu besiegen. Nun wurde also diese Geschichte verfilmt. Und zwar von dem Regisseur André Muschietti. Dabei kann man jetzt schon mal sagen, im Vergleich zum Buch, das bisschen, was ich so an Erinnerungen habe, dass es sich ein bisschen mehr an die Struktur des Buches hält. Also es fängt halt wirklich an mit diesem Papierboot. Georgie trifft dann auf Pennywise und der beißt ihm den Arm ab und Georgie verschwindet. Was man da schon mal sagen kann, ist, dass Pennywise hier von Anfang an wie ein Monster auftritt. Ich meine, er sieht zwar aus wie ein Clown, aber man sieht schon sehr stark, dass es halt sich um ein Monster handelt. Das liegt schon mal daran, dass der Schauspieler Bill Skarsgård
Kontaktlinsen und Zahnprothesen bekommen hat, die seine Augen schon auseinanderstehen lässt und ihm so spitze, vampirähnliche Zähne gibt. So ähnlich wie bei Brennmus Salem, wo ich der Meinung bin, dass da die Zähne auch die beiden vorderen Schneidezähne sind, die da verlängert sind. Du hast es doch gelesen, du musst es doch wissen. Ich weiß es nicht mehr so ganz so genau, aber Bill Skarsgård finde ich hier einen sehr perfekt und sehr gut gelungenen S. Ich habe natürlich viele Stimmen gehört und da sind wir auch schon ein bisschen in dieser Vergleichsanalyse drin, dass viele natürlich Tim Curry als Pennywise damals in der 1990er Verfilmung immer absolut feiern. Ich kann das natürlich auch irgendwo verstehen, wenn man jetzt das auch tatsächlich mit dem Buch vergleicht, dass er, also Tim Curry in diesem Fall, erst so den netteren Clown, also den Clown-Clown eben gespielt hat und erst, wenn man ihn dann näher kennenlernt, beziehungsweise er dir selber immer näher kommt, immer böser wird. Und Bill Skarsgård ist ein sehr hervorragender Schauspieler. Ich habe ihn sehr gefeiert in Hemlock Grove. Und er spielt einfach, man sieht das Böse, man sieht es immer zu. Es ist ja natürlich auch das Kostüm, was er hat, womit sie sich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben. Das läuft ja schon darauf hinaus, dass er böse sein soll. Und wir wissen außerdem, ich finde, es ist auch ein bisschen schwierig, das jetzt zu beurteilen, weil man weiß ja quasi schon heutzutage, dass es böse ist. Ich meine, gerade durch diese alte Verfilmung, die ja auch viele gesehen haben, man weiß es ja schon von vornherein. Warum soll man das jetzt also noch super duper verstecken? Und ich finde auch, aber ich habe mir diese alte Verfilmung nochmal angeschaut und das ist ein Film, wie ich finde, also es ist auch ein Fernsehfilm, ist natürlich erstens geschuldet, dann natürlich der Technik der 90er Jahre, aber ich finde, es ist auch ein Film, der schlecht gealtert ist und ich finde das gar nicht so. Also ich habe mir den Film ja nochmal ganz frisch angeguckt und ich empfinde diese Argumentation, dass Tim Curry ja eben immer erst irgendwie nett war und dann böser wurde, je näher man ihm kam, die finde ich auch ein bisschen seltsam, weil ich habe mir das tatsächlich jetzt nochmal angeschaut und das ist gar nicht so. Also ich finde, das, man merkt auch bei Tim Curry, er ist auch einfach immer böse. Vielleicht liegt es auch an seinem Kostüm oder so. Ich weiß es nicht so genau. Aber Bill Skarsgård ist hier ein sehr, sehr perfekter Clown. Ich finde, ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, ich habe ihn absolut gefeiert in dieser Rolle. Auch seine ständig nasse Unterlippe, wo ich mir so gedacht habe, okay, sabbert er jetzt oder was ist jetzt mit ihm los? Und also ich fand es sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich kann mich da voll und ganz anschließen. Ich fand ihn auch sehr gut in der Rolle. Ich fand auch ja dieses Wahnsinnige und dieses Böse gut verkörpert. Ich meine, Pennywise oder S lebt halt von den Ängsten der Kinder und natürlich versucht er ihnen damit so viel Angst wie möglich einzujagen und ein gruseliges Clownskostüm ist da nun mal perfekt. Ich finde auch, ich habe ja auch, wie schon vorhin erwähnt, ebenfalls den ersten Teil des Fernsehfilms nochmal gesehen, dass man da schon, ich glaube, es ist sogar einer der ersten Minuten, dass man da schon weiß, dass Pennywise böse ist, weil es beginnt damit, dass er ein Kind tötet. Also man sieht es zwar nicht explizit, aber es ist, also er steht dann halt da als Clown und tötet dann dieses eine Mädchen. Und damit beginnt halt der Film. Und daher weiß man als Zuschauer, auch wenn man den Roman nicht kennt und zu der Zeit, wo der Film rauskam, sofort, dass dieser Clown böse ist. Und deswegen sehe ich das ganz genauso wie du, dass man das halt gar nicht so verstecken muss. Und man sieht bei Bill Skarsgård auch viel mehr, dass dieser Clown, dieses Clownskostüm oder das gesamte Aussehen von ihm nur eine Verkleidung ist für dieses Monster, was dahinter steckt. Ja, ich glaube, so weit kann man schon gehen, weil man sieht ja schon in der ersten Szene der Neuverfilmung, wie er den Arm von Georgie abbeißt, was übrigens auch wesentlich expliziter ist als im alten Fernsehfilm. Also der Fernsehfilm, man muss ja dazu sagen, in Amerika ist das ja so, im Fernsehfilm, gerade früher, so zu den 90ern, durfte man nicht so viel Gewalt und Blut zeigen. Da musste man immer halt kreativ sein, so wie bei Psycho von Alfred Hitchcock, wo man halt den expliziten Schrecken nicht sieht, sondern halt sich ausmalt, was passiert sein könnte. Und der neue Film, der lebt halt sehr von seinen Special Effects oder davon, wie Special Effects auch in der Neuzeit gereift sind. Denn man kriegt viel eher mit, wie grausam dieses Monster ist und wie brutal es vorgeht. Und man sieht halt auch in der ersten Szene dann mit Georgie und dem Boot, wie ihm denn der Arm abgebissen wird und wie er dann noch so verblutend versucht, von diesem Gully wegzukriechen, bis er dann vollständig in diesen Gully von S
reingeholt wird und sozusagen verschwindet. Also generell muss man sagen, es ist natürlich ein Film, ich glaube, er geht knapp 2 Stunden oder so. Er ist sehr schnell erzählt. Wir haben hier in der Vorlage, ich weiß nicht mehr, also jedenfalls über 1000 Seiten, die irgendwie erzählt werden müssen. Man kann auch sagen, der Film ist ein Zweiteiler, der ja eben jetzt erstmal die Kindheit dieser Kinder quasi, ist auch ein bisschen dumm ausgedrückt, erzählt und später im zweiten Teil wahrscheinlich dann das Erwachsenenleben, wie es eben auch im Buch ist, darstellt. Das heißt also, wir kommen später in diesem Film nochmal dazu, noch mehr von diesen Kindern zu erfahren. Und dieser Film konzentriert sich jetzt aber komplett auf die Kinder. Was ich im Vergleich zu dem anderen Film sehr, sehr gut finde, ist hier, dass man tatsächlich den Fokus komplett nur auf die Kinder gelegt hat, dass man noch nicht Ausblicke auf ihr Erwachsenenleben gegeben hat, so wie es in dieser 1990er-Verfilmung ist, wo eben immer abwechselnd ist, der eine ruft den anderen an und er ist wieder da und so weiter und so fort, und dann bekommt man immer Rückblenden zu den Kindern. Und das finde ich hier ein bisschen günstiger gelöst. Und kommen wir nun also zu den Kindern. Die Kinder sind wirklich durch die Bank weg hervorragende Schauspieler. Außer vielleicht Georgie, aber das liegt vielleicht auch an seinem Alter. Und das fand ich so ein bisschen holprig. Aber diese anderen Kinder rund um Bill, die fand ich alle perfekt besetzt. Und die haben auch sehr, sehr gut gespielt. Und da gab es keine Ausbrüche nach unten, sondern eher Ausbrüche nach oben, was ich hier sehr, sehr gut finde. Da sei zu erwähnen, natürlich Bill an sich, der ein Junge ist, der sehr viel Probleme hat, da er stottert. Auch versucht immer, das irgendwie loszuwerden. Und ist eine sehr, sehr sympathische Figur, der auch irgendwie so Dreh- und Angelpunkt dieser Gruppe ist. Und eben auch durch seinen Bruder Georgie, der verschwunden ist. Und aber er ist sehr, sehr gut besitzt, sehr, sehr emotional. Man hat ja eine gute Verbindung zu ihm. Und hervorragend gespielt ist zum Beispiel auch Ben. Ben ist der Neue an der Schule, ein dicklicher Junge, der eben aufgrund dessen auch gemobbt wird. Und der natürlich gleich zu einem Mädchen, so eine emotionale, romantische Verbindung aufbaut, ihr auch ein Gedicht schreibt, was übrigens original mit dem zum 1990er-Verfilmung ist, was ich hier großartig finde. Diese Hommage finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht ist es auch aus dem Buch entnommen, aber da kann ich mich zu wenig dran erinnern, um das jetzt explizit sagen zu können. Sehr hervorragend gespielt. Und wen man natürlich an dieser Stelle absolut erwähnen muss und hervorheben muss, ist die Schauspielerin, die Beverly Marsh spielt. Und die ist wirklich so perfekt. Sie ist ein wunderschönes Mädchen. Jedenfalls, also es ist so mein Typ Mädchen, so rothaarig, sommersprossig. Deswegen passt es auch besser zum Gedicht, wo er eben so schreibt, ich glaube, dein Haar ist Winterfeuer oder so ähnlich jedenfalls. Und auch die Kinder haben alle irgendwelche Ängste, mit denen es natürlich, oder Pennywise in diesem Fall, eben spielen kann, um sie eben mürbe zu machen, um ihre Angst quasi in sich aufnehmen zu können. Und Beverly ist hierbei, sie hat einen Vater, und es wird immer nur so angespielt. Der Vater findet sie auch sehr schön, sag ich jetzt mal so, und er fragt sie dauernd, ob sie noch sein kleines Mädchen ist. Und man merkt dann immer schon dieses sexuelle Komponente da drin. Und sie ist, also wenn man sie jetzt mit den anderen Kindern vergleicht, ich glaube, sie ist auch schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Schauspielerin ein bisschen älter ist als die anderen Kinder, aber also ich hatte immer das Gefühl, sie wirkte schon so ein bisschen älter als die anderen und auch ein bisschen reifer so in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung. Aber dieses Mädchen, die hat so viel Ausdrucksstärke, so viel Charakter, es ist einfach unglaublich. Dann haben wir natürlich noch andere Kinder, die oftmals nur Beiwerk sind, weil man kann in einem 2-Stunden-Film auch nicht auf jeden Charakter explizit und intensiv eingehen. Wir haben hier Mike, einen schwarzen Jungen, der seine Eltern verloren hat, und wir haben noch Stanley. Der ist Jude und ist auch dem Druck seines Vaters irgendwie unterlegen, weil wie heißen die bei den Juden, die Prediger, will er natürlich, dass sein Sohn das genauso perfekt macht wie er quasi. Wir haben am Ende noch Richie, der gespielt wird von dem Jungen aus Stranger Things, von Mike aus Stranger Things, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der so ein bisschen in der Gruppe eher so der Spaßmacher ist, der Clown, wenn man das so sagen kann, haha. Und ich fand aber diese Rolle
nicht so ganz passend für ihn tatsächlich. Vielleicht auch, weil ich ihn in Stranger Things gesehen habe. Und als ich mir dann die alte Verfilmung nochmal anschaute, fand ich den Stan in dieser alten Verfilmung tatsächlich besser besetzt. Weil der war tatsächlich so ein Sprücheklopfer, so und so, so immer hau drauf und bam, 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 ich bin immer witzig, wuh, wuh, wuh. Und das war in der neuen Verfilmung gar nicht so doll. Er war zwar immer so ein bisschen spitzzüngig und auch so, hat auch oft einmal Sprüche rausgehauen, aber er war nicht so dieser wow, hier bin ich Typ. Und das fand ich so ein bisschen schade an dieser Figur. Jetzt vielleicht auch nochmal in dem Vergleich, wo ich gesehen habe, wie das in der alten Verfilmung umgesetzt worden ist. Aber nichtsdestotrotz natürlich auch ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ich meine, wer ihn kennt aus Stranger Things, der weiß, was ich meine. Ja, das war es jetzt weit zu den Kindern, glaube ich. Merkung? Korrekturen? Ja, Korrekturen habe ich noch zu tun. Der Film ist nicht nur knapp 2 Stunden lang, sondern sogar über 2 Stunden, 2 Stunden 15 sogar. Was ein ganz schöner Brocken ist und kam mir auch gar nicht so lang vor, als wir den gesehen haben. Und das Buch hat nicht mal 1000 Seiten. Ich bin auch immer wieder erstaunt. Ich zeige das hier mal kurz in die Kamera. Wirkt zwar sehr dick und ist auch sehr groß, aber es hat nur 857 Seiten, also da fehlen noch so 150 Seiten zur 1000er Grenze. Da hat der gute King schon mal mehr geschrieben. Meine Ausgabe hat 1214 Seiten. Na gut, also meine Ausgabe ist auch ein bisschen größer. Also ist so groß wie ein Hardcover, ist aber broschiert. Ja, und das ist ja das Original. Die Originalausgabe von Heine, die ich hier habe. Und da war es halt noch keine 1000 Seiten. Wahrscheinlich wollten sie das ihren Lesern da nicht antun. Wir machen es einfach größer. Dann fand ich auch zu... So, warte, ich muss kurz in die Kamera schauen. Dann fand ich auch bei Richie den sehr gut besetzt. Ich habe ihn nicht aus Stranger Things wiedererkannt, muss ich gestehen, am Anfang. Er kam mir bekannt vor, aber ich konnte jetzt den Finger nicht darauf deuten, woher ich ihn kannte. Ich habe es dann danach erst wieder nachgelesen, nachdem ich ihn in einer Folge Supernatural auch wieder getroffen habe. Und war dann erstaunt, dann ist es mir doch wieder eingefallen, daher kenne ich ihn also. Und im Original wird der Richie ja von Seth Green gespielt. Den kennen manche bestimmt als Sohn von Dr. Evil aus den Austin Powers Filmen oder aus Buffy, wo er auch mitgespielt hat. Oder halt als Produzent von Robot Chicken, diese Puppenanimationsserie, die in Amerika vor allen Dingen sehr beliebt ist und so ein Comedy-Persiflage-Programm ist. Deswegen hat der es auch in Hollywood geschafft, kann man schon so sagen. Und er spielt den Richie wirklich auch sehr punktuiert. Also da muss ich auch sagen, der neue Richie, der hatte zwar auch immer wieder einen Spruch drauf, aber durch seine Blässe und seine weniger Coolness, also ich fand, im Original war der Richie auch ein bisschen älter, wirkte jedenfalls so, war er in der Neuverfilmung eher so ein kleines Nesthäkchen, ein bisschen jünger und wirkte dadurch halt durch seine Coolness eher alberner als der alte Richie. Also insgesamt, um jetzt mal diesen Teil zumindest abzuschließen, kann man sagen, dass das, also wie gesagt, die 1990 meiner Meinung nach ist schlecht gealtert und dieser Film ist sehr, sehr schnell erzählt. Nochmal kurz etwas zu den, zum Gruselfaktor, das könnte man an dieser Stelle nochmal sagen. Ich persönlich, aber ich bin vielleicht auch ein Weichei, ich fand ihn halt stellenweise gruselig. Ich habe mich gegruselt, was vielleicht auch an ein paar der Ängsten der Kinder lag, aber dazu gleich noch später mehr. Und natürlich haben wir hier auf der einen oder anderen Stelle einen Jumpscare. Dieser Film hat insgesamt eine schaurige, gruselige Atmosphäre gemacht. Bill Skarsgård hat mich komplett überzeugt als Pennywise. Die Kinder haben mich komplett überzeugt in dem, was sie gespielt haben, wie sie gespielt haben, welche Charaktere sie dargestellt haben. Es ist ein sehr, sehr schöner Film geworden. Ich freue mich tatsächlich, oder ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor der Erwachsenenverfilmung, weil das natürlich so ein bisschen so lebt. Das siedelte sich in den 80er Jahren an. Die Kinder, das Feeling, der Flair und so weiter. Und ich weiß nicht, ich hoffe, man macht es dann gut. Ich persönlich sehe auch lieber dann in so Horror, also ich mag es auch in Büchern immer gerne, wenn dann irgendwie jugendliche Protagonisten da sind und mag es dann nicht, wenn derselbe jugendliche Protagonist später als Erwachsener irgendwas erzählt. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, was das angeht, aber insgesamt bin ich mit glänzenden Augen aus diesem Film gegangen und habe gedacht, boah, den will ich unbedingt noch einmal sehen. Und ich empfehle ihn euch an dieser Stelle. Wir kommen gleich zum Spoiler-Teil, außer Max möchte jetzt noch etwas sagen. Mir ist noch was eingefallen und zwar fand ich auch die Beverly super gut besetzt. Also
ich stimme dir da in allen deinen Punkten zu, die du da genannt hast. Ich fand sie auch, war ein hübsches Mädchen, was sie da genommen haben. Sie war auch völlig anders als die Beverly aus dem 1990er Film, weil sie jetzt in der Neuverfilmung halt eher so dieses hübsche Mädchen war, das das Gerücht umging, dass sie halt irgendwie alle Typen abschleppt aus der Schule. Und in der alten Verfilmung, da war sie halt eher auch so, ja, immer mit Pulli und ein bisschen, naja, so eine, ich weiß nicht, natürliche Schönheit. Während sie in der Neuverfilmung doch wesentlich erwachsener und reifer dargestellt wurde. Und ich fand auch, dass diese Beziehung zwischen den Jungs, die halt dieses Mädchen da so feiern, und halt Beverly halt einer der Hauptpunkte war in diesem Film, was ja im alten Film eher nicht so war. Da war sie halt nur Teil der Gruppe, da war die Charakterentwicklung an sich sowieso ein bisschen zurückgeschraubt. In den paar anderthalb Stunden, glaube ich, ging der alte Film, die sie da hatten, konnten sie halt nicht so viel reinpacken. Und deswegen fand ich sehr schön, dass sie sich so viel Zeit genommen haben, die Bindung zwischen diesen Kindern darzustellen, dass es mich schon an den alten Film Stand By Me, ebenfalls von Stephen King, erinnert hat. Gut, kommen wir also zum Spoiler-Bereich. Spoiler! Geil! Das Erste, was ich gleich erzählen möchte, ist, Mann, das hat mich so gecatcht. und zwar, die Kinder haben jeweils, also den Spoiler-Bereich, den Spoiler-Bereich solltet ihr euch jetzt nur angucken, wenn ihr den Film schon gesehen habt oder euch dieser Film null interessiert, wie ihr trotzdem mir gerne zu und Max gerne zuhören möchtet. Ansonsten alle anderen, bye bye. ansonsten jetzt, die Kinder haben alle Ängste, mit denen Pennywise auch spielt, und das ist viel mehr hervorgekommen als in dieser alten Verfilmung, wo oftmals halt dieser Clown in den Vordergrund gerückt worden ist, hier natürlich auch, allerdings hat er hier mit seinen, weiß ich nicht was für Kräften, bla, ja, Monster beschworen, die alle etwas mit den Ängsten der Kinder zu tun hat, und das, was ich am fucking gruseligsten fand von allen, ist und zwar der Jude Stanley. Der kommt öfter mal ins Büro seines Vaters und da hängt so ein super creepiges Bild, keine Ahnung, Expressionismus oder was, Kubismus, irgendwie so ein Gedönsding, jedenfalls so eine Frau mit so einem super verschobenen Gesicht, so Dunkelheit, und es ist super gruselig, und es lässt dieses Bild quasi zum Leben erwecken, und nicht nur, dass das Bild sich bewegt und die Frau da drin plötzlich weg ist und da irgendwie ein Messer rausfällt, ist das ein Messer, keine Ahnung, jedenfalls ein Gegenstand dann rausfällt, nein, diese Frau ist dann noch in real life da, und ich fand das ja so fucking gruselig, weil es hat mich so ein bisschen an eigene Ängste erinnert, die man so hatte oder hat oder ja, und das wäre auch irgendwas, solche Bilder faszinieren mich halt, aber ich habe gleichzeitig Angst vor ihnen, und dass das dann noch so ins Leben gerufen wird, das fand ich super gruselig. Nicht so gruselig fand ich dagegen die Angst von Eddie, der ja natürlich durch seine Mutter, die ihn sehr ja immer impliziert, er hätte so viele Krankheiten und alles wäre so schmutzig und so, der hat dann irgendwie von so einem Leprakranken, wurde dann so angegriffen und so, und das fand ich dann halt weniger gruselig, weil ich finde es halt viel mehr gruselig, wenn dann irgendwelche gruseligen Bilder zum Leben erweckt werden. Also das ist absolut, war absolut richtig gut gemacht. Ja, also ich fand dieses Bild auch sehr gruselig. Ich finde das auch immer so, wenn dann auf einmal so ein Objekt animiert wird und dann auf einmal in der echten Welt existiert. Und dann vor allen Dingen natürlich so der übliche Cut, er schaut das in die eine Richtung, da ist nichts, und dann fährt die Kamera so hinter seinen Kopf und da steht dann diese Figur in Schatten und kommt dann auf einmal super schnell angeprescht. Ich glaube, sie hat sogar so scharfe Zähne dann, die Pennywise dann auch hat. Also das fand ich auch gruselig. Ich fand dann auch der Leprakranke, der war vielleicht nicht gruselig, weil es auch am helllichten Tag war und dadurch auch ein bisschen der Horror verloren gegangen ist, im Gegensatz zu so einem dunklen Büro. Aber ich fand den halt dafür mega eklig, weil der hat die ganze Zeit ihn vollgerotzt und hat aus jeder Pore geeitert und sowas. Also ich glaube, da sollte auch der Ekelfaktor im Vordergrund stehen. Und was ich dann aber sehr cool fand, ist dann immer gewesen bei diesen Horrorszenen, dass dann diese Gestalt dann immer zu Pennywise wird. Also der Leprakranke, der verfolgt dann Eddie und Eddie versucht dann zu fliehen über einen Zaun. Und dann dreht er sich um und da steht dann auf einmal Pennywise mit so einer Reihe von Ballons, die dann ihn verhöhnen sozusagen. Also ich fand das immer sehr gut gemacht. Eine Szene, die war von
Ben, glaube ich. Genau, Ben hatte irgendwie von einem Osterfeuer gelesen, soweit ich mich erinnere. Nee, zu Ostern ist eine Mine explodiert und auf einmal findet er überall Ostereier in der Schule. Er folgt dann dieser Spur zu so einem Archiv runter und unten dreht er sich um und da ist dann auf einmal so eine Gestalt. Er sieht erstmal nur so den Rumpf bis zu den Beinen, die Treppe runterkommt, mit so einem Osterkorb in der Hand. Und dann sieht er, dass der Kopf abgetrennt ist und dann bewegt sich die Figur auf einmal so wie in so japanischen Horrorfilmen, also ganz abgehackt und sowas finde ich dann auch immer sehr gruselig und das kann ich mir auch nicht lange ansehen. Ja, und was ich auch gut finde, also optisch, die Höhle von Pennywise, die fand ich optisch absolut ein Knaller. Das war richtig schön gemacht, weil wer vielleicht, also wenn ihr das jetzt ja seht, habt ihr entweder kein Interesse oder ihr kennt die Bücher und den Film kennt ihr schon. Es ist natürlich immer so, hier, wir fliegen hier unten alles, natürlich so ein gängiger Spruch, der immer gesagt wird. Und da sieht man tatsächlich, was dann, und das war, glaube ich, ich habe den, meine DVD war an der Stelle dann kaputt, ich konnte nicht weitergucken. Ist das in der alten Verfilmung auch so? Nein, in der alten Verfilmung befinden sie sich dann in der Kanalisation, also in den Barrens heißen die, glaube ich. Und dort ist die Konfrontation mit Pennywise dann in so einer Gabelung, wo mehrere Rohre aufeinander zulaufen mit so einem Nebelteppich. Und da ist gar nichts mit anderen Kindern. Also sie treffen nur auf Pennywise, den Clown, der dann Stanley entführt und ihn gerade versuchen will zu beißen, als die Kinder dann den Clown besiegen wollen. Und das fand ich im Hauptfilm auch wesentlich besser gemacht. So, da hat man diesen Turm aus Schutt und Schrott, der sich da emporsteigt und dann fliegen da die ganzen verschwundenen Kinder drumherum. Während in der Mitte von diesem Turm, dann sozusagen auf unterster Ebene, dann dieser Trailer steht mit Pennywise der Clown drauf. Also wie so ein Zirkus-Trailer, der sich dann öffnet und dann steht auf einmal Pennywise, der da so eine super creepige Show abzieht, was ich sehr gut gelungen fand. Ja, also genau das meinte ich halt, dass man halt diese Höhle sieht mit diesem Turm und den Kindern, die auch über Jahrtausende quasi oder Jahrhunderte verschwunden sind. Und ja, ich fand das auch ganz cool, weil das war so diese typische, diese, wie man das so kennt, so diese Handanimationen gemacht, also der Hintergrund von Pennywise tanzendem, also Pennywise ist ja der tanzende Clown oder so und er hatte tatsächlich getanzt, very strange. Und dann hatte er im Hintergrund aber dieses, was man so kennt, so wenn so Wellen oder so Wolken dargestellt werden, wenn das immer so von links und rechts eingeschoben wird, so ich weiß nicht, wie der Stil heißt. Ja, da habe ich auch erst gedacht, da kommt vielleicht jetzt so eine kurze Filmsequenz dazu, aber das wäre auch noch witzig gewesen, aber wahrscheinlich auch too much dann in diesem Film. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also wir haben es als Oberbösewicht quasi, aber wir haben natürlich auch, die Kinder haben ja auch in ihrem Real Life quasi mit Bösewichten zu kämpfen. Und das sind natürlich, ist die Gruppe um Henry Bowers. Und den fand ich auch tatsächlich, also super hässlich mit seinem super Fukuhila. Ich meine, wer trägt denn Fukuhila? 80er. Es sind die 80er, ich gebe es zu, aber er war tatsächlich der Einzige, der irgendwie so Fukuhila getragen hat. Deswegen fand ich das schon ein bisschen seltsam. Und der war auch so absolut böse. Also so ganz habe ich seine Motivation leider nicht verstehen können. Tatsächlich, warum er dann der Meinung ist, er muss auf eine Katze schießen und so. Also ich habe das nicht so ganz verstanden, warum er dann auch so super wütend auf seinen Vater war. Da war vielleicht auch dann zu wenig Screentime da, um das dann wirklich tatsächlich verstehen zu können. Ja, und das ist eben so ein Junge, der eben schon ein bisschen älter ist und die anderen aus vorhin genannten Gründen eben immer Pi sagt. Ich meine, mich zu erinnern, könnte ich auch natürlich auch falsch liegen, wie bei allen, wenn ich ans Buch denke, dass Henry sogar jemand ist, der öfter sitzen geblieben ist und deswegen auch wesentlich älter ist und trotzdem noch zur Schule geht. Sie haben auch in beiden Filmen das jetzt nicht so rausgearbeitet, warum Henry Bowers jetzt so ein fieses Arschloch ist. Ich meine, wenigstens haben sie jetzt in der Neuverfilmung das ein bisschen versucht zu erklären mit diesem strengen Polizistenvater, der dann sogar seine Waffe nimmt und vor seine Füße schießt. Also vielleicht ist das in der Situation, wenn man wirklich da drin involviert ist, wesentlich traumatischer für ein Kind, als wenn man das jetzt nur so auf der Leinwand sieht. Ich finde auch, dass er ein wenig so ein Abziehbild eines Bösewichts ist und eher so eine Karikatur. Also erinnert mich auch ein bisschen an den Handlanger von Dracula, was dann wahrscheinlich im zweiten Teil auch ein bisschen rausgearbeitet wird, hoffe ich, dass er da nochmal auftaucht. Ansonsten wird der zweite Teil sehr abweichend, weil er ja dann auch diese Verbindung eingeht. Also er ist dann sozusagen in der Rolle des Dracula und
Henry dann in der Rolle des, ich weiß nicht, wie der damals hieß, aber halt in der Rolle des Ghouls, der dann sozusagen die Aufträge seines Meisters erfüllt. Wenn wir hier schon fett am Spoilern sind, dann können wir auch mal kurz spoilern, wie er von der Bildfläche verschwindet. Und zwar fand ich da den Fernsehfilm ein bisschen gelungener, weil er da auch näher am Buch dran war, dass Henry halt S sieht, also S nicht in der Clownsgestalt, sondern S in seiner wahren Gestalt, also so als leuchtende Materie im Film, und dadurch schlagartig weiße Haare bekommt. Das war halt im Buch schon super cool beschrieben damals, daran erinnere ich mich noch sehr gut, und war in der Neuverfilmung dann doch völlig anders. Und zwar hat er da versucht, Mike zu töten und wurde dann von Mike aber den Brunnen runtergeschubst, der zu Pennywise Versteck führt, und wurde dann nie mehr gesehen. Und ich bin der Meinung, sowas überlebt man nicht so einfach. Also ich bin mal gespannt, entweder fliegt er dann auch, ich glaube, es war auch im Buch so, dass man irgendwie wirklich flog, wenn man ab einer bestimmten Tiefe sozusagen in den Bau eindringt. Da bin ich schon sehr gespannt dann auf den zweiten Teil, ob er da nochmal auftaucht oder ob wir das letzte von ihm gesehen haben hier. Stimmt, also der Film war es hier natürlich auch wesentlich brutaler bzw. expliziter in seinen Gewaltszenen, wie vorhin das mit dem beschriebenen Arm natürlich schon, das man vorher noch nie gesehen hatte. Und ja, auch wie Henry Paus diesen Tunnel darunter oder diesen Brunnen darunter fällt. Mir ist auch noch was eingefallen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach so, doch, ich weiß noch was. Auf eine Sache möchte ich noch eingehen, weil es das Einzige aus dem Buch ist, woran ich mich tatsächlich immer noch erinnere. Ich habe dieses Buch vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so gelesen, und es gibt eine einzige Szene in meinem Buch, die in mein Gehirn eingebrannt wurde, weil ich sie so sinnlos fand, weil ich sie so over the top fand. Und zwar die Vögelszene. Nicht die, also nicht Vögel im Sinne von Flugwesen, sondern von Ficken. Ja, kann ich das im Internet sagen? Ich darf es im Internet sagen, okay? Ja, du darfst das im Internet sagen. Geil. Und zwar im Buch, wisst ihr vielleicht alle noch, und dann ja, vögeln sie am Ende alle, damit sie, also alle mit Beverly. was natürlich in dem neuen Film wieder diese Verbindung zu dieser schlampen Nachsagegeschichte irgendwie passen würde. In dem Fall dann irgendwie. Ja, also ich weiß nicht, was Stephen King sich bitte bei dieser Szene gedacht hat. Klar sollte man irgendwie diese Verbindung dieser Kinder untereinander irgendwie darstellen, und es sollte dann auch so sein, dass sie dann damit eben ihren Schwur geleistet haben und dann forever miteinander verbunden sind und so weiter und so fort, bla. Und ich habe im Vorderein schon gesagt, natürlich, ich weiß, dass Filme das nicht so machen, weil es sind schließlich auch Kinder und Kinderschauspieler, und wie will man das dann irgendwie darstellen, beziehungsweise selbst andeuten wäre ja schon creepy. Ich bin auch wirklich auf diesen Film gespannt. Der, vielleicht ist es ja in 20 Jahren so, dass man sich immer direkt an Buchabläufe hält und dass dann sich irgendwer mal traut, diese Szene zu verfilmen. Aber natürlich haben sie es natürlich wieder mit Blutsbrüderschaften, also mit Einritzen von Händen und dann an sich anfassen, und dadurch haben sie eben ihre lebenslange Verbindung geschaffen. Aber das wollte ich wollte es nochmal sagen, weil ich weiß immer noch nicht, was diese Szene soll, aber sie hat sich so damn fucking in mein Gehirn eingebrannt. Super seltsam, super seltsam. Mir hat sich die auch ins Gedächtnis gebrannt, und ich habe die auch schon damals nicht so ganz verstanden, wie man dadurch Kraft gewinnen soll, aber okay. Ich meine, alles was King halt so gefällt, ne? Wir wissen es einfach nicht. Ihr wisst, das war ein längeres Video diesmal. Ich hoffe, ihr seid trotzdem dran geblieben und ihr hattet Spaß. Es war ja mehr auch so ein bisschen Unterhaltung. Wir haben es jedenfalls versucht. Wir hoffen, wir kriegen das jetzt im Schnitt alles gut hin. Ja, wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mit uns übereinstimmt oder ob ihr sagt, nee, das seht ihr ganz falsch, oder nee, das habe ich so empfunden. Es ist ja natürlich auch immer sehr, sehr subjektiv, wenn man so einen Film sieht. Da hat man ja zwei verschiedene oder bei 9 Leuten 10 verschiedene Meinungen. Ist natürlich auch ganz natürlich, dann schreibt uns auch gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. Schwer vor dir, das zu machen. Du siehst mich noch nicht mal. Ja. Derry? Derry. Derry. Kann man das spoilern? Kurze Frage. Die erste Szene. Was mit Georgie, mit dem Boot? Mit dem Arm. Ja, kannst du ruhig sagen. Okay. Nee, dann war das erstmal so die Anfänge der ersten Szene. Okay, geil. Voll nicht gespoilert und so. Naja. Ja. Ich würde jetzt auf die Kinder kurz auf diese... Ja, genau, wollte ich auch machen. Also willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Dann mach du, weil ich ja jetzt die erste Szene kannst du jetzt die Kinder essen. Genau. Du dran. Achso. Achso, er ist nicht vorbereitet drauf. Okay. Schreibt es uns in die Kommentare und ansonsten, wenn euch noch was einfällt, dann schreibt das auch in die Kommentare. Nein, mir fällt gerade nichts ein. Sorry. Okay. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. Sehr gut. Schnippst du mal öfter? Meine Finger sind so feucht. Ah. So.